Jo, und herzlich willkommen zu meiner Liste der besten 20 Alben Schrägstrich EPs des Jahres 2020. Kann man mal machen im März. Ist ein bisschen ein Nachteil, wenn man sein Comeback im März macht, muss ich zugeben. Aber scheiß drauf, wir machen es jetzt trotzdem. Vorab habe ich aber noch ein paar Sachen, die ich besprechen möchte. Zuerst danke für den Support. Holy shit. ich habe weder die View-Zahlen erwartet, was mich zwar jetzt nicht unfassbar juckt, aber mich trotzdem überrascht hat. So viele Likes habe ich noch nie auf ein Solo-Video bekommen. Ich habe das eigentlich nur bekommen, wenn ich ein Feature zum Beispiel mit SS Ätna oder so gemacht habe. Shoutout SS Ätna, by the way. Ja, das ist krass. Ich find's echt eindrucksvoll, dass da so viel Interesse besteht. Ich bedanke mich. Zweitens, ich weiß, ich habe vielleicht gesagt in meinem Comeback-Video, dass ich ein bisschen fetter geworden bin, okay? Aber das muss nicht heißen, dass ich auf Twitter so eine Scheiße sehen muss, okay? Das kann's nicht sein. Lass mich in Ruhe. Ich will's nicht sehen. Tu's raus. Dritte Sache, die ich ansprechen muss. Ich habe natürlich auch eine Songliste, aber ich habe keine Ahnung, wann die rauskommen wird. Also bestimmt schon innerhalb der nächsten Tage, aber ich muss mich da noch ein bisschen ja, selber beraten lassen, wie ich das machen möchte. Weil das Ding ist, ich habe angefangen mit 230 Songs, die ich als richtig geil empfinde. Dann waren es 150. Dann waren es 100, also jetzt sind es 100. Und ich bin immer noch nicht mit den 100 zufrieden, weil ich denke, das ist ein bisschen zu viel. Dementsprechend, ich werde jetzt schauen innerhalb der nächsten Tage, wie ich das entweder verkleine oder vielleicht sogar ein fettes, fettes, fettes Video mache, weil ich habe keine Ahnung. Da muss ich jetzt mal gucken, weil allein die Liste hier ist fucking stacked. Die Liste ist fucking stacked. Es sind zwar jetzt die Top 20, ich habe 40 Sachen auf der B-Liste. Muss man sich mal vorstellen. Und die werden wir jetzt auch mal ganz, ganz kurz durchgehen. Ich habe mir extra kein Skript geschrieben, damit ich so kurz wie möglich alles beschreiben kann. Dann fangen wir mal an mit meiner B-Liste. Einfach 40 Shoutouts geben an folgende Alben und EPs: Mick Jenkins, The Circus, G-Herbo, PTSD, The Weeknd, After Hours. Ich weiß. Don't even say it. Ich kenne Leute, die werden mich jetzt dafür umbringen, aber ich fand ist nicht so unfassbar toll, dieses Album, wie alle anderen, okay? Entschuldigung. Aber es gibt für mich zumindest mindestens 20 Alben, die besser waren oder EPs. Wir haben Sada Baby mit Scuba Sada 2, wir haben Giveon mit Take Time, wir haben Kiana Ledé mit Kiki, wir haben Anonymous mit Before the Night is Over, wir haben Kea mit Forever, Yeah Girl. Wir haben Kenny Mason mit Angelic Hood Rat. Wir haben Black Mass mit Dragon Energy. Wir haben Sunny mit Otito. Destiny Rogers mit Great Escape. Run the Jewels mit Run the Jewels 4. Wir haben Smoke Perp und Ronnie J mit Florida JIT. Wir haben Wale mit The Imperfect Storm. Wir haben Rumor mit Drug Dealing is a Lost Art. Wir haben Joseph mit Play Me Something Nice. Wir haben Dominic Fike mit What Could Possibly Go Wrong. Wir haben Mulherin, ich habe keine Ahnung, mit Blurry. Wir haben Boldy James mit dem Versace Tape. Wir haben Cash Page mit Teenage Fever. Wir haben Taylor Swift mit Folklore. Wir haben Black Mass mit Starseed. Wir haben A$AP 12 mit Nun Young, wir haben Benny the Butcher mit Burden of Proof, wir haben T.I. mit The Libra, wir haben Future und Lil Uzi Vert mit Pluto und Baby Pluto, wir haben Dro Kenji mit Tears and Pistols, wir haben Nux mit London Class, wir haben The Holiday mit Broken Halls, wir haben Kid Cudi mit Man on the Moon 3, wir haben Channel Trez mit I Can't Go Outside. Wir haben Elojay und J-Rob mit Gems in the Corner Store. Wir haben JPEG Mafia mit seiner EP. Wir haben Playboi Carti mit Whole Lotta Red. Wir haben Chef G mit Proud of Me Now. Wir haben Chay Lingo mit The Worst Generation. Wir haben Denzel Curry und Kenny Beats mit Unlocked. Und JME mit Grime MC. Das waren 40 Stück. Und ich bin froh, dass wir jetzt damit durch sind. Ich bin froh. Ich bin gespannt, wie ich das überhaupt schneiden soll. Weil ich bestimmt manche Dinge falsch ausgesprochen habe, weil ich nun mal Deutsch bin.
Aber das waren die 40 Dinge, die ich ansprechen wollte vorab, bevor wir zu den Top 20 rübergehen. Da habe ich auch extra nichts vorbereitet, was ein Skript oder sonst was besteht, weil ich eben so spät dran bin mit der Top-Liste. Weil ich nicht glaube, dass im März so viele dran interessiert sind, wie denn jetzt eigentlich meine Top-Liste aussieht. Das verstehe ich komplett. Da bin ich einfach viel zu spät dran. Ich möchte aber trotzdem die Empfehlungen raushauen. Also, auf der 20 haben wir K mit Descendants of Cain. Ist ein bisschen biblischer, ist ein bisschen religiöser das Ding, aber trotzdem ein richtig schönes, geiles Werk mit ziemlich, ziemlich geilen Instrumentals. Auf der 19 haben wir Boldy James und The Alchemist mit The Price of Tea in China. Ja, was kann ich über die 19 sagen? Es ist im Endeffekt auch ziemlich ähnlich wie bei der 20. Es ist sehr auf Lyrics ausgelegt und auf, ja, auf eine schöne Instrumental-Basis. Ich meine, mit The Alchemist kann man sowieso nichts falsch machen. Das werden wir später in der Liste auch nochmal sehen. Zwinker, zwinker. Jeder weiß, welches Album da kommt. Nee, aber grundsätzlich, Boldy James ist ein Member von Griselda, genauso wie Westside Gunn oder Conway the Machine oder Benny the Butcher auch. Von dem her ist es eigentlich immer the same shit, aber es ist trotzdem großartig. Die Nummer 18 geht an Chloe and Halle mit Ungodly Hour. In diesem Haushalt glauben wir an Chloe and Halle Supremacy. Ich mag die beiden sehr. Verfolgt die schon seit dem ersten Album. Ich finde die klasse. Ich habe eine kleine Story für euch. Ich habe mir vor ein paar Jahren den Super Bowl angeschaut mit ein paar Kumpels. Und alle waren so excited auf den Super Bowl oder sonst was. Ich bin überhaupt kein Football-Fan. Ich war halt einfach da, weil war halt lustig und hatte Bock drauf. Und dann ging es halt langsam los. Aber davor müsste noch die Nationalhymne zum Beispiel gesungen werden. Und die haben die Nationalhymne gesungen. Das war der einzige Punkt, wo ich mich total gefreut habe und alle anderen haben mich so angeschaut. So wirklich so, ist das jetzt dein Ernst? Daran denke ich immer noch. Nee, aber ich glaube, Chloe and Halle ist eigentlich fast jedem mittlerweile schon wieder bekannt. Seit dem TikTok-Hit Do It. Ist sehr, sehr balladenlastig, sehr poplastig. Himmlische Stimme, muss man wirklich sagen, himmlische Stimme. Und kann ich nur jedem empfehlen. Auf der 17 haben wir Westside Gunn mit Pray for Paris. Westside Gunn ist genau dasselbe wie 19 und 20. Sehr, sehr Rap-lastig, sehr Performance-lastig. Ansprechend auf Lyrics. Trotzdem sehr, sehr geile Instrumentals. Ich bin ziemlich überzeugt, dass es eins der besten Werke von Westside Gunn bisher ist. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es sind auch gute Features dabei. Joey Badass, Tyler, the Creator, Freddy Gibbs. Definitiv ein sehr, sehr solides Ding und ich freue mich auf mehr Content von Westside Gunn in diesem Jahr. Auf der 16 ist Don Toliver mit Heaven or Hell. Seitdem ich den Song auf Astroworld gehört habe, habe ich so drauf gewartet, bis der Mann ein neues Album released. Er hat zwar an dem Tag, wo Astroworld released wurde, ein Album released oder Mixtape oder was auch immer, und das hat mir nicht so gefallen, aber ich wusste, da ist Potenzial da und dieses Potenzial wurde größtenteils hier definitiv eingesetzt. Ich meine, Don Toliver müsste eigentlich auch jetzt mittlerweile jedem bekannt sein. Ich rede nicht unfassbar neues Zeug hier. Ist ein geiler Artist, ist mit einer heftigen, kraftvollen Stimme, sage ich jetzt mal, meine Nummer 16. Auf der 15 haben wir Tom Misch und Yusuf Days mit What Kind of Music? Dieses Album ist nichts anderes als eine Jam Session. Das ist wie, als würden sich zwei Buddies irgendwie im Studio treffen und machen 3-4 Wochen Musik miteinander und die besten Ergebnisse kommen einfach auf ein Album drauf. Und es ist wundervoll ausgeführt worden. Wer sich sehr zum Beispiel um Instrumentals juckt, zum Beispiel, die ein bisschen in die poppigere Richtung gehen oder jazzigere Richtung gehen, dem kann ich es nur empfehlen. Dem kann ich es definitiv nur empfehlen. Ich meine, Tom Misch war für mich schon bei der Album des Jahresliste 2018 dabei auf der 1 mit Geography. Das Album kann ich auch nur jedem empfehlen und Tom Misch begeistert mich immer und immer wieder. Auf der 14 haben wir Chica mit Industry Games. Chica ist einer der XXL Freshmen des letzten Jahres gewesen, war definitiv auch eigentlich mein Favorite aus der ganzen Reihe. Als ich zuerst Industry Games gehört habe, ich konnte es wirklich nicht fassen, dass das so ein geiles Album ist. Es basiert sehr auf Rap, es basiert auch ein wenig auf Pop. Ich habe euch das Ding schon empfohlen im Grammy-Video, ich werde es nochmal tun. Ich bin ziemlich überzeugt, dass die
große Wellen machen wird in den nächsten Jahren. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie natürlich Best New Artist nicht gewonnen hat, aber es ist, wie es ist. Ich bin mir sicher, die wird irgendwann auch selber für einen eigenen Grammy in einer anderen Kategorie sorgen. Auf der 13 ist der AG Club mit Halfway Off the Porch. Ohne Scheiß, das ist sehr simpel erklärt. Wenn dir Sachen wie der ASAP Mob oder Brockhampton oder Odd Future gefallen, dann wirst du das Ding lieben. Das ist genau das. Das ist einfach ein kleines Kollektiv. Die rappen ihren Arsch ab, die singen ihren Arsch ab, machen da ein paar Tracks, waren zu dem Zeitpunkt noch nicht mal gesigned. Sind mittlerweile gesigned. Was will man mehr? Was will man mehr? Wenn man Fan von ungefähr von den Gruppen, die ich gesagt habe, ist, dann kann ich das einfach nur jedem ans Herz legen. Auf der 12 ist Thundercat mit It Is What It Is. Das Ding ist so funky, das Ding ist so lässig, das Ding ist auch durchaus traurig am Ende. Ich kann es nur jedem empfehlen. Du kannst dieses Album, wie ich schon sagte beim Grammy-Video, nicht anhören ohne ein Lächeln. Thundercat ist einfach so ein geiler Artist. Ich denke, ich rede da nichts Neues. Er sollte euch definitiv schon bekannt sein. Aller spätestens seit seinen Contributions zu Kendrick Lamar's To Pimp a Butterfly. Checkt das Ding aus, wenn ihr es noch nicht getan habt. Childish Gambino ist da drauf. Zach Fox ist da drauf. Ty Dolla Sign ist da drauf. Also es sind viele drauf und es wird euch definitiv gefallen. Gerade noch aus der Top 10 rausgekickt und auf meiner 11 ist Joji's Nectar. Ich war vor dem Release von Nectar ziemlich skeptisch. Ich war ziemlich skeptisch, weil Joji's letztes Album Ballads One war nicht gut. Es war nicht gut, muss man ehrlich sagen. Das waren 12 Songs und dann, als ich mitbekommen habe, dass Nectar 18 Songs werden, hatte ich die Befürchtung, ja, wenn du 12 Songs nicht hinbekommst, was soll sich jetzt mit 18 Songs ändern? Und holy shit, hat der mich überzeugt. Natürlich hat es stellenweise ein paar Lücken. Ein paar Lücken gibt es hier schon, der Song mit Diplo. Aber die Songs, die hitten, die bleiben jahrelang in deiner Playlist. Garantiert, weil das Album sehr, sehr in seinen Balladen polarisiert. Ich finde, Joji hat auch mittlerweile seine Stimme ultra verbessert, muss man wirklich sagen. Also Props an Joji. Wir eröffnen die Top 10 mit 21 Savage und Metro Boomin mit Savage Mode 2. Was soll man großartig über dieses Album sagen? Ein Sequel, das sehr gelungen ist. 21 Savage kann nicht aufhören, Pussy zu sagen, aber stört nicht. Nee, aber ernsthaft, es ist ein Banger. Es ist Banger after Banger after Banger. Was auch noch geil war, sind diese kleinen Interludes von Morgan Fucking Freeman. Auf der 9 ist Childish Gambino mit 15. März 2020. Dieses Album wurde zu Tode gehatet. Und ich kann es teilweise verstehen. Weil dieses Album aufgrund, weiß ich nicht, einfach so ohne Promotion rausgehauen wurde. Die Tracknamen sind einfach nur die Stellen, wo der Song beginnt. Also zum Beispiel, wenn du sagst so, yo, 19 Minuten und 12 Sekunden beginnt der vierte Song, dann steht das auch tatsächlich drauf, dass Track 4 19 12 heißt. Und ich kann definitiv auch verstehen, warum Leute da ein bisschen abgeneigt sind, überhaupt das Ding anzuhören. Aber die meisten Songs auf dem Ding sind unglaublich. Du kannst sagen, was du willst. Natürlich wäre es mit Titeln, mit gescheiten Titeln, durchaus besser gewesen. Hätte sich auch durchaus besser durchgesetzt bei anderen. Aber letzten Endes, der Content, der uns hier provided wird, ist sensationell. Childish Gambino ist eine Klasse für sich. Die Features sind auch geil. Also 21 Savage und Ariana Grande zum Beispiel. Geil. Auf der 8 ist Aminé mit Limbo. Ich bin zwar nicht der größte Aminé-Fan, aber dieses Album hat mich definitiv zum Fan gemacht, muss man wirklich sagen. So sehr, dass ich mir sogar so ein T-Shirt-Bundle geholt habe mit seiner Unterschrift und einen Tennisball aus einem Musikvideo von ihm. Klasse Album mit geilen Features. Es ist sehr viel drauf, was Leuten gefallen würde. Es ist ein geiles Album. Es ist genau das, was von Aminé zu erwarten ist grundsätzlich. Aber er hat nochmal für mich zumindest eine Schippe draufgelegt. Auf der 7 ist Redville mit Niagara. Der Typ ist, glaube ich, noch nicht mal 18 und haut hier ein,
ein unfassbares Werk raus, ja. Das ist wirklich schon so auf dem Level von Joey Badass 1999, weil der hat ja damals auch schon mit 17 oder so sein richtig geiles Mixtape veröffentlicht. Da ist es genau derselbe Fall. Redville, Niagara, genau derselbe Fall. Vielleicht eigentlich sogar noch eindrucksvoller, weil die Instrumentals dich komplett vom Hocker reißen. Entdeckt habe ich den Typen auf Twitter, weil auf Twitter auf einmal jeder durch die Decke gegangen ist wegen dem Typen. Das Ding hat jetzt keine unfassbaren Features oder sonst was, aber das braucht's gar nicht. Das braucht's gar nicht, denn der Typ selber ist ultra talentiert. Ist wirklich ein sehr, sehr talentierter Kerl. Da muss man nicht mehr so viel sagen, weil es ist fantastisch. Es ist fantastisch. Auf der 6 sind Jay Electronica und Jay-Z, könnte man dazu zählen, zu A Written Testimony. Endlich, nach all den Jahren, traut sich Jay Electronica, zwar nicht alleine, aber zumindest er hat ein Album released. Der Mann ist schon around seit, jetzt wirklich, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube 2008. Und er hat 2020 sein Debütalbum, sein allererstes Album, sein erstes Werk rausgehauen. Was ich echt krass finde, dass man sich wirklich 12 Jahre Zeit nimmt für diesen Moment. Es ist schon krass. Jay-Z ist auf dem Ding 7-mal gefeatured, deswegen zähle ich es ein bisschen als Collabo-Album dazu. Aber grundsätzlich ist das Ding... Auch für ein Debütalbum, auch wenn er schon 12 Jahre around ist, trotzdem, das Ding ist der Hammer. Das Ding ist der Hammer. Du kannst sagen, was du möchtest. Ich finde, die Chemistry zwischen Jay Electronica und Jay-Z ist auch ziemlich, ziemlich geil. Und wenn da mal zwischendrin so ein The Dream reinkommt oder Travis Scott, wie es auf dem Album auch so ist, dann das ist brutal. Das ist Teamwork und it really makes the dream work. Es ist wirklich so. Wir beginnen die Top 5 mit Mac Miller, Circles. Es ist das erste Post-Mortem-Album von Mac Miller und wow, brutal. Es ist so schade, wie früh er von uns gehen musste. Ich finde es gleichzeitig aber auch so stark, wie Leute, die um ihn herum waren, dieses Werk mit äußerst vorsichtigen Maßnahmen gepflegt haben und uns solch ein gutes Album beschert haben. An keiner Stelle von dem Album denkst du dir so, oh, das hätte er niemals released oder ich weiß nicht, ob das ganz gefinished ist oder sonst was. Das sind Dinge, das sind Werke, die gut abgerundet worden sind. Es ist einfach ein richtig, richtig, richtig geiles Sequel zu Swimming. Und nochmal großes Shoutout an die Familie von ihm, die das alles wundervoll gehandelt haben. So muss ein Postmortem-Album gestaltet werden. Auf der 4 haben wir Freddie Gibbs und schon wieder The Alchemist mit Alfredo. Ich erzähle nichts Neues, es ist Freddie Gibbs, es ist seine übliche Rap-Manier, es ist der übliche Style von The Alchemist in den Beats, es ist ein wundervolles Werk, es ist ein dreckiges Werk, es ist ein gutes Werk, es ist definitiv etwas, was man nicht auslassen darf. Es ist mein Rap-Album des Jahres. Es ist ein Werk, was ich noch jahrelang anhören werde. Es ist ein Werk, was in den Grammys hätte gewinnen sollen. Ich bin begeistert von der Evolution von Freddie Gibbs, weil mit jedem Album ist sein Status einfach immer, immer, immer höher. Und ich bin gespannt, was als nächstes kommt, wirklich. So, die Nummer 3 ist Kind of mein Album des Jahres, weil die Nummer 1 und Nummer 2 bei mir EPs sind. Mein Album des Jahres auf Platz 3 ist Bene. Oder Bene? Ich glaube Bene. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht. Mit Hey You X oder Hey You Kiss. Ich verstehe nicht, wie intriguing, wie interessant eine Stimme sein kann. Ich finde die so cool. Es wirkt so ehrlich. Es wirkt einfach so
so, ich weiß nicht, einfach so offen, sehr, sehr sanfte, aber nicht zu sanfte Stimme. Ich kann es nicht beschreiben. Manche von euch werden Benet sowieso schon kennen, wegen ihrem Song Super Lonely. Das war auch wieder so ein mega TikTok-Hit, aber dabei war es eigentlich nicht wirklich der beste Song hier. Grundsätzlich, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist sehr, sehr, sehr poplastig, also die Rap-Fans werden hier nicht eigentlich irgendwas finden. Es ist zum Beispiel Kenny Beats involviert, aber man weiß ja, Kenny Beats ist ja nicht nur Rap mittlerweile. Aber das Ding ist einfach von oben bis unten ist einfach nahezu flawless. Wirklich, es ist nahezu flawless. Große Empfehlung. Auf Platz 2, und das war hart. Die Entscheidung zwischen der 1 und der 2 war ziemlich fucking hart. Die Nummer 2 muss leider an TK Meizer gehen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich glaube nicht. Aber mit ihrem Werk Last Year Was Weird Volume 2. Also das ist eine Künstlerin, von der ich zu 100% erwarte, dass sie in den nächsten Jahren ein sehr, sehr großer Artist wird. Wirklich. Weil man kann nicht so einen geilen Content producen, von vorne bis hinten und dann einfach low-key im Underground bleiben. Das kriege ich in meinem Kopf nicht hin. Wirklich nicht. Ich glaube, sie kommt aus Australien sogar. Ist wahrscheinlich das Beste, was Australien jemals hervorgehoben hat, seit Kängurus Gefühl so. Es ist es sind Performances dabei, da sitzt du so da, so. Weil du packst es nicht. Du packst es nicht. Ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, weil 26 Minuten Spielzeit. 8 Songs. Die hast du schnell durch. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit werden alle 8 Songs in deiner Playlist landen. Zumindest wenn du auf Pop-Rap ein bisschen stehst, sage ich jetzt mal. Und wenn du nicht so ein Opfer bist und behauptest, dass Frauen im Rap nichts zu suchen haben oder lauter sowas, ne? Dann kannst du dich sowieso von meinem Kanal verpissen, aber wenn du denkst, Frauen im Rap-Geschäft oder sonst was haben nicht so viel zu sagen oder bla bla bla, hör dir das Ding an und sag's mir nochmal. Hör mir das Ding an und sag's mir nochmal in die Fresse. Sowieso glaube ich dir nicht, weil wir haben fucking TK Meizer, wir haben fucking Rap City, wir haben Megan Thee Stallion, wir haben Cardi B, wir haben Nicki Minaj. Ich weiß, Nicki Minaj, die letzten Jahre ziemlich scheiße, I agree. Aber grundsätzlich, die letzten Werke ziemlich geil. Armani White, es geht weiter und weiter und weiter. Fucking Arno. Chloe und Halle würde ich dazu zählen, weil die ein bisschen rappen mittlerweile. Georgia Smith rappt ein bisschen. Oh mein Gott, Georgia Smith. Aber grundsätzlich, es sind schon mal 8 Artists off the dome. Wenn ich jetzt nachgucken würde für 2 Minuten, ich hätte nochmal 10 Artists für dich. Flo Milli. Fucking Flo Milli. Habe ich Armani White gesagt? Nee, nicht Armani White. Nicht Armani White. Wie heißt denn die? Das ist Armani Caesar. Scheiße, das ist Armani Caesar. Aber der Punkt steht. Der Punkt steht. Es ist... Das kann es nicht sein. Chica. Wir haben Chica auf der Liste und ich rede nicht von Chica. 10. Bitteschön. 10 Rapperinnen für dich. Nee, aber lass mal zum Thema zurückkommen. Ist ein bisschen jetzt ausgeartet. Grundsätzlich meine Nummer 1. Wir kommen zur Nummer 1. Und meine Nummer 1 des Jahres ist im Januar schon rausgekommen. Für mich war im Januar dann schon klar, okay, alles klar. Okay, alle. Album des Jahres, / EP des Jahres, was auch immer, Bro. Okay. Es ist Brent Faiyaz mit Fuck the World. Ich habe nahezu noch nie so eine geile Aufeinanderfolgung von Mega-Songs gehabt. Kannst mir sagen, was du willst. Kannst mir sagen, was du willst. Es ist toxic, es ist sexy, es ist heftig, es ist einfach nur fucking nachdenklich teilweise. Das Zeug, was der von sich gibt, ist krass. Das Zeug, was der zwar von sich gibt, ist wirklich krass. Aber grundsätzlich, die Stimme, die Performance, er bringt rüber, was er meint. Er bringt komplett rüber, was er meint. Was soll ich schon großartig sagen? Jeder kennt Brent Faiyaz. Brent Faiyaz ist für mich ein ziemlich, ziemlich geiler Artist. Und ich bin mir sicher, innerhalb der nächsten Jahre wird der noch größer sein, als er jetzt eh schon ist. Und damit hätten wir unsere Top 20 plus 40 B-Liste. hätten wir jetzt mal durch. Mal schauen, wann die Songliste kommt. Ich weiß noch nicht ganz. Ich bin mir ziemlich sicher, zwar in den nächsten Tagen, aber in welcher Form, ob das jetzt eine Top 50 wird, eine Top 100. Lasst euch überraschen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss hier noch gucken. Grundsätzlich möchte ich nur sagen, bitte nicht upset werden, weil Album XY hier nicht vertreten ist. Es tut mir leid. Entschuldigung. Aber
Meine Liste ist nun mal meine Liste. Deine Liste wird nun mal deine Liste sein. Es gibt Geschmäcker da draußen. Andere Leute finden anderes Zeug viel geiler als das. Zum Beispiel mein Childish Gambino Pick wird ein paar triggern. Mein The Weeknd Pick, das da nicht mal drin ist, wird manche triggern. Es ist, wie es ist. Es passiert halt. Aber ich will jetzt das Video mal abschließen, weil es geht bestimmt eh schon viel zu lang, wenn ich das Ganze dann schneide. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Also dann, adios.